Ostinatum wurde auch überarbeitet. So ist es nur noch für die hohen Streicher und nicht mehr, wie bei Albion 1, auch für Cello verfügbar. Alles andere ist besser. Zum Beispiel kann ich mir die Artikulation aussuchen, mit der der Rhythmus gespielt wird. In Albion 1 war dies immer Staccato. Auch die Länge der Noten bzw. der Rhythmus sind frei wählbar. Beim Vorgänger ist es nur ein Notenwert. In Albion 2 kann man sich den Rhythmus selber bauen. Für den Neuling hier aber noch eine kleine Demonstration. Ohne Ostinatum klingt ein Akkord so. Anschließend baue ich mir einen kleinen eigenen Rhythmus. Mit der aktivierten Funktion Chord wird der ganze Akkord im Rhythmus gespielt. Nun weise ich den einzelnen Noten die Stimmen zu. Statt mit Staccato kann ich das Ganze auch mit Pizzicato spielen lassen. Auch die Lautstärke der einzelnen Töne kann variiert werden. Und wem ein Rhythmus nicht reicht, der kann gleich 8 davon abspeichern.